Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu The Crew 2. In der letzten Folge habe ich ja gesagt, ja, die Main-Hochlandhöhle hauen wir jetzt rein. Das machen wir jetzt auch sofort und deswegen Blitzreise. Denn dahin zu fahren, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich wieder ein Kanal. Ich erkläre dir nochmal die Jet-Sprint-Boote. Sie haben keine Propeller und einen flachen Boden. Mit genug Schwung kannst du also eine Abkürzung nehmen und über kurze Landstücke hüpfen. Und das wirst du müssen, wenn du Rekorde schlagen willst. Wir haben keine Schraube. Also sie gehen tatsächlich nur mit Jetantrieb. Das ist ja total krank. Und gegen den Geist. Oh. Das war jetzt nicht so gut. Wo denn? Okay. Bisschen heftig. Das kapiert doch kein Mensch hier durch. Und voll durchs Sumpfgebiet. Na gut. Wenn es denn sein muss. Hä, sind wir in Florida? Florida ist doch unten. Wir sind doch hier in Florida. Das ist sehr komisch hier. Naja, wenigstens abkürzen geht einigermaßen. Aha, Konkurrenz ist schon wieder da. Das war kacke. Das ist noch viel beschissener. Ich glaube, ich habe verkackt. Oh nein. Diese blöden Äste. Ich sehe halt auch den Ghost überhaupt nicht. Der könnte sonst wo schon sein. Warum war der auf einmal plötzlich wieder so nah an mir dran? Das war schon seltsam. Da ist gerade irgendwas drüber gesprungen. Ich glaube, das war ein Krokodil. Auf den Hinterfüßen. Du liegst weit vor. Ja? Jetzt nicht mehr. Rücktaste zurück zur Strecke. Hier. Immer noch? Tatsächlich. Das war ja lame. Okay. Voll so, ja. Voll Dings, ich, kann ich das hier so hinstellen, das Boot? Nein. Voll, ja, voll scheiße gefahren, trotzdem hingekriegt. Naja, was soll's. So, was haben wir noch? Hier haben wir noch was. Was ist da so? Achso, wo ich gefahren bin, okay. Ja, da würde ich sagen, Robotics. Robotics. Automatischer Fahrzeugwechsel. Du musst verstehen, was für eine unglaubliche Pilotin Sophia ist. Sie hat viele Rekorde aufgestellt. Ach, okay. Und das ist einer davon. Vielleicht nicht ihr größter, aber immerhin ein Meilenstein. Und etwas, das du dir als Ziel setzen solltest. Okay, gut. Dann zeige ich mal, was ich so fliegen kann. Du erhältst eine Liste von Stunts, die du zeigen musst. Bist du damit fertig, erhältst du die nächste. Tiefflug. Luftdrift. Wo war das hier? So, dann einmal Looping.
müsste ich eigentlich sein. Liste erledigt. Jetzt zeig mal was. Zwischen den Listen erhältst du Zeit für Freestyle und um zu zeigen, was du wirklich drauf hast. Bei den Aerobatics musst du beides beherrschen. Messerflug. Messerflug gibt auch gut Punkte. Senkrechtflug. Fliege nach oben. Mach ich doch. Hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Außenlooping. Ach so, so rum, oder wie? Oder so rum. Nein, so rum wahrscheinlich. Ja genau, so rum ist ein Außenlooping. Alles gut. Okay, Sturzflug. Es wird Zeit, deinen Stil zu zeigen. Freestyle ist angesagt. Also, was gibt's denn noch? Schöne Rolle. Wieder ein Tiefflug. Wie soll ich denn da Tiefflug machen? Ja, genau, so nicht. Fliege so tief wie möglich. Toll, da sind lauter Bäume. Kann man überhaupt nicht tief fliegen. Okay, ich habe genug Punkte. Und bin gegen den Baum geknallt. So, kriege ich jetzt hier auch? Ja, habe ich auch. So, jetzt haben wir hier auch nämlich was zum... Eine brandneue Folge der Live Extreme Series ist jetzt verfügbar. Du bist zu einem neuen Live Extreme Rennen eingeladen worden. Oh, schön. Ich sag's dir, es hat Vorteile, ein Star zu sein. Neue Disziplinen im Hauptquartier. Ach ey, jetzt wird's bunt so langsam. 46 neue Aktivitäten. Ach ey. Na dann, da sind zumindest mal wieder ein paar Autorennen dabei und Motorräder und so weiter. Sehr schön. Was haben wir denn hier? The Giants Rennstrecke Touring Car, Street Race, Rally Raid, Monster Truck, Touring Car, Monster Truck und Rally Raid. Ich würde mal sagen, wir arbeiten eins nach dem anderen ab und fahren per Wegpunkt hin. Einfach damit ich mal noch ein bisschen Kilometer auf die Uhr krieg. Wo ist denn eine Straße? Gibt's denn hier irgendwo eine Straße? Da muss doch, hier unten ist eine Stadt, da müsste es auch irgendwo eine Straße geben. Ich möchte da gern mit dem Auto hinfahren und nicht mit diesem komischen langsamen Flugzeug. Oh, da ist doch eine Straße. Da ist sogar eine ziemlich fette Straße. Hilfe! Auf der kann ich landen. So. Nein. Nein. Aufs Auto wechseln, genau. Und los geht's.
So, 9 Kilometer, da heizen wir schnell hin. Auto ist mir einfach das Liebste. Bei The Crew, das ist einfach... The Crew ist einfach ein Autospiel. Ganz klar. Ja, und mit so einem AMG zu heizen macht einfach tierische Laune. Oh Mann, ich werde dann noch die ganzen Events machen müssen. Speedtest und lauter so eine Sachen. Da war ein Tempo-Test oder sowas. Aber die Ansicht ist fast schon zu schade. Da sieht man so wenig vom Auto. Geisterfahrt. So ein bisschen Geisterfahrt. Cool. Gibt Follower. Mache ich in meinem Privatleben auch immer total bekloppt wie ein Geisterfahrer fahren. Gibt Follower. Nein, natürlich nicht. So lebensmüde wäre ich nicht. Aber ist schon cool. Also hier, Spiel. Wenn man so gut ausweichen kann. Und man weiß, dass niemand zu Schaden kommt. Dann kann man sowas schon mal machen. So, wo ist es denn? Ah, da vorne. Klink. Ah, okay, hier müssen wir raus. Ein bisschen arg schnell. Wo ist es denn? Ich liebe das, wenn der knallt. Ah, hier ist ja schon die Rennstrecke. Boah. Das ging ja schnell. Willkommen zu einer alten Familientradition, dem Bishop-Familienrennen. Drei Generationen von Clarence Bishops, alle in einem Wettkampf. Sie sponsern es jedes Jahr. Und einer von ihnen gewinnt immer. Wie wäre es, wenn du mit dieser Tradition brichst? Na, aber hallo. Jetzt bin ich hier. Jetzt ist vorbei mit Bishop gewinnen. Jetzt ist Los Osos am Start. Und ich zeige euch mal, was abgeht. So wird weggezogen. So, was waren die denn da für alte Kisten? Ist das Oldtimer-Rennen hier oder was? Sowas gibt es hier aber nicht. Wird mit richtigen Rennwägen gefahren, nicht mit so Oldtimer-Zeug. Mit Vollgas-Fahrzeugen. Oh, der war ein bisschen heftig. Da war ein bisschen schnell in der Kurve. Bisschen zu schnell noch. Oh nein, mein Stuhl sackt gerade ab. Das ist schlecht. Wenn der PC-Stuhl immer tiefer wird. Oh nein. Kann ich hier Pause machen? Windschatten solltest du auch mal ausprobieren. Geht das? Pause oder P oder sowas? Q? Ich helfe. Ich sitze gleich auf dem Boden. Oh nein. Ich muss mal. Links. Gerade den Stuhl ein Stück hoch gemacht. Okay, gut. So, jetzt das Feld wieder aufholen. So, jetzt ist der Stuhl wieder stabil. Der verliert ab und zu, wenn der eine komische Stellung hat, dann verliert er irgendwie Druck aus seinem Zylinder und sackt dann ganz langsam ab, aber Stück für Stück. Langsam, aber kontinuierlich. Clarence Junior. Aber das mit dem Windschattenfahren klappt irgendwie nicht so ganz.
Aber wir haben erst 61%, also da ist noch alles gut. Okay, ich muss ein bisschen stärker bremsen teilweise einfach. Oder die anderen einfach schön wegdrücken. Zurück mit dir, wo du hingehörst. So. Und den Turbo mal wieder aufladen lassen. Oh Mann, oh Mann. Da merkt man schon, da ist der Schwierigkeitsgrad deutlich höher jetzt. Ich weiß nicht, war das so ein rotes Rennen oder? Das sind dann, glaube ich, die etwas schwierigeren. Aber irgendwann muss man ja mal schwierigere Rennen fahren. Oh nein, da ist das Ziel. Ich bin Dritter. Ich will Erster werden. Das reicht mir nicht. Neustart. Ich brauche bessere Beute. So, jetzt ist auch der Stuhl wieder gut gefüllt. Ich bin absolut sicher, dass du gewinnst. Wer hat das gesagt? Einer der anderen. Dann haben sie recht. Du fährst wie ein Sieger. Wie ein Verrückter passt er. Ich glaube, die Reifen sind noch ziemlich kalt. Deswegen driftet er so in der Gegend rum. Ich weiß nicht, ob so viel Physik dahinter steckt. Aber so könnte ich es mir erklären. Und natürlich, wenn du viel zu spät anbremst. Das ist auch so ein Grund, warum die Reifen wegrutschen. Aber vorhin waren es nicht so schlimme Drifts, also. Ein Stück weit sind da schon die Reifen auch mit verantwortlich, oder? Keine Ahnung. Also zumindest jetzt hier, so. In echt natürlich. Ich weiß nicht, ob das Spiel das berücksichtigt. Naja, auf jeden Fall sollten die Reifen mittlerweile warm sein. Schon fast die Hälfte. Oh nein, Kiesbett ganz schlecht. Da wird man sehr langsam. Ach, das war noch gar nicht die Kurve. Die kommt aus. Hier kommt sie. Vor allem wenn die Reifen in der Kurve sind, immer ein ganz schlechtes Zeichen. Und das bedeutet Kontrollverlust und Kontrollverlust bedeutet eine schlechte Runde. Denn nur wenn die Reifen 100% Griff haben, die ganze Zeit über, dann kann auch eine gute Runde gefahren werden. Und natürlich, wenn man keinen Ausflug ins Kiesbett oder gegen die Reifen. Na. Oder gegen die Mauer. Zählt auch.
So, also jetzt müssten zumindest mal die Hinterreifen, warm sein. Hinterreifen, ja, doch, Hinterreifen gesagt, okay. Denn die habe ich mit der Turbo-Aktion, mit der NOS-Aktion gerade schön warm geschrubbt. Okay, gut, Glück gehabt. Gerade noch so. So, was macht man da in dem Fall? Um noch ein paar Fans zu holen. Sowas hier. Aber nicht im Kiesbett. So. Donut gibt auch Follower, cool. 50 Follower für einen Donut. Das ist cool. Okay, wunderbar. So, was haben wir denn noch so alles hier in der Gegend? Da würde es weitergehen. Downtown LA Süd Street Race. Ich wäre echt mal verleitet, immer so stücklesweise zu fahren. Einfach, dass wir ein bisschen auch was von der Landschaft sehen. Und deswegen würde ich sagen, markiere ich mir das hier als Wegpunkt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es abgeht, nach Los Angeles von San Francisco aus. Bis dahin, meine Freunde, macht's mir gut. Schaltet auch morgen wieder ein, wenn es wieder ist. Time to play hier bei The Crew 2. Bis dahin, ciao.